Dankeschön. Alex. Ich habe ein total nischiges Thema zum Abschluss. Ähm, es geht um die Gesundheitsdaten, um die Health-App, die iOS äh, ja hat und sammelt und mit der man Daten sammeln kann. Und ähm, mein Problem bei dieser App ist beispielsweise, wenn man äh, keine Backups einspielt auf seinen neuen Telefon, äh, die man mhm. regelmäßig wechselt, ähm, dann kommen diese Health-Daten auch nicht mit. Ähm, ich weiß, ich bin da vielleicht alleine, äh, dass ich diese, dass ich keine Backups einspiele, aber diese Health-Daten werden halt ähm, nur, kommen halt nur zurück, wenn du halt äh, mit, mit Backups arbeitest. Und das ist für mich ist das äh, in meiner äh, Wahrnehmung ist das äh, unbefriedigend, weil diese Health-Daten ja eine nette Spielerei sind, ja, wie viele Schritte man so hat und wie viele äh, Stufen man ähm, emporgekommen gekrabbelt ist, aber ähm, für manche Leute erfüllt sie ja wirklich einen, einen sinnvollen Dienst, indem die wirklich äh, Sachen trackt, äh, die, die für dich vielleicht für deine Gesundheit sehr wichtig sind. Und deswegen ähm, finde ich das äh, komische Entscheidung, dass Apple natürlich datenbewusst umgeht und äh, die nicht irgendwie wild ins Netz schiebt und so die Gesundheitsdaten, aber auch keinen anderen richtig guten Weg anbietet. Sie bieten Wege an, aber keinen richtig guten Weg. Und ich habe eine abgefunden, um es kurz zu machen, die heißt Health Importer. Und ähm, mit der kann man Gesundheitsdaten äh, wieder importieren. Das heißt, man muss sie erstmal raus exportieren ähm, in ein äh, konformes Format, in CSV, äh, Komma separiert, glaube ich. Ähm, da ähm, gibt es eine App, die heißt äh, QS Access und die macht einfach so einen Export aller Daten aus der Health App raus. Und dann kann man sie über diesen Health Importer, der drei Euro kostet, kann man sie wieder in, ähm, ähm, ja, ins iPhone äh, rein importieren. Man kann auch nur einzelne Spalten rein importieren, ähm, je nachdem, was man möchte. Und ähm, das ist äh, so ein kleiner, äh, wirklich komplizierter Umweg, den man jetzt nicht wirklich äh, einfach generell als Tipp äh, an jedermann weitergibt, aber Wen das auch stört oder wer einen ganz speziellen Gesundheitswert hat, den er gerne auf dem iPhone über die Health-App trackt und den es nervt, wenn der eventuell verloren geht, ähm, wenn man das iPhone verliert und, und kein Backup gemacht hat und so. Es ja, gibt ja auch durchaus andere Fälle. Es ist nicht immer nur so, dass ich äh, Geräte neu aufsetze. Ähm, für den ist das vielleicht was. Also ähm, das Ganze läuft dann so, dass du, äh, wie gesagt, diesen Export machst. Die Datei, diese CSV-Datei legst du auf die Dropbox und dann kannst du sie von dort in den Health Importer schmeißen. Und dann musst du dem Programm noch so ein bisschen sagen, irgendwie du, wie du deine Formatierung gemacht hast. Ja, es gibt ja Länder, in denen äh, Datum und Tag und Jahr anders sortiert sind als, als bei uns beispielsweise. Das und Das müssen gibt's. aber komische Länder sein. <laughs> und das musst du eben einmal noch ähm, beibringen. Und dann musst du natürlich auswählen, welche Daten du. Ähm, importieren möchtest. Also, ähm, ich ha ich habe diese App schon, ähm, ich habe einen Artikel auch, äh, können wir vielleicht verlinken, ähm, ich habe diese App schon sehr, sehr lang in Beobachtung und Unterbeobachtung und sie hat bei mir äh, nie ausreichend funktio funktioniert, dass ich sie wirklich empfehlen könnte. Jetzt mittlerweile ist eine Version entschieden, äh, die wirklich stabil läuft. Ähm, ich würde trotzdem nicht empfehlen, irgendwie den kompletten Datensatz, alles, was du hast, irgendwie, was Health theoretisch strecken könnte, da reinzuschmeißen, weil vieles von den Datensätzen ist einfach, sind einfach leer, ja sind einfach Nuller, ähm, sondern sich zu konzentrieren auf die, die man wirklich übernehmen möchte, aber dann funktioniert das, glaube ich, also ich habe das mehr, mehrmals ausprobiert und es funktioniert bei mir sehr, sehr gut auf den, auf den aktuellen Geräten und dann kannst du halt deine Schritte übernehmen oder je nachdem, welcher Gesundheitswert dir viel wert ist und den über Health gerne trägst Genau, und das ist so ein, ein sehr nischiger Pick, aber ähm, äh, ich, ich finde es ich ganz nett, um, um, um diese Daten, ja, um, um die, damit die nicht verloren gehen, beziehungsweise sich einfach ähm, ja, so eine Kontinuität drin habe, auch wenn ich mein Gerät mal platt mache und kein Backup einspiele, beispielsweise.